Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous in der dritten Folge. Wir sind immer noch im System Latugara auf Planet 7c und stellen uns gleich neuen Herausforderungen, aber schauen uns vorher noch mal ein klein wenig hier auf der Bodenstation um, von der ich jetzt leider gerade den Namen vergessen habe. Oder war es die Flag Base? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube, es war die Flag Base. Komm, wir gehen mal zurück. Jetzt muss ich nur den richtigen Knopf drücken, um aus der Kamera zu kommen. Moment, ich überlege gerade, war das der? Ja, super. Ich hatte nämlich mal unterschiedliche Belegungen für die Außenkamera, beziehungsweise für die, ja, Third Person ist es ja nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So, da gibt es nämlich die unterschiedliche Belegung, ob man zu Fuß unterwegs ist oder im Raumschiff sitzt. Aber ich habe es, glaube ich, auch mittlerweile auf dieselbe Taste gelegt. Ist auch egal. So, Hallöchen, grüßt euch. Wir hatten auch beim letzten Mal so ein paar illegale Sachen uns mitgenommen, aber die scheinen ja dann doch wieder größtenteils irgendwie hier zu funktionieren. Ja, die guten Leute hier auf der Station haben auch wieder neue Aufgaben für uns. Wir schauen uns das gleich mal an oder etwa nicht. Werden wir gleich sehen. Denn ich habe was anderes vor, beziehungsweise werden wir ein bisschen reisen mit unserem Raumschiff, mit unserer wunderschönen Cobra MK3, denn einer von euch hat mir einen Tipp gegeben, also dazu muss ich nochmal sagen, nachdem ich jetzt mittlerweile, ist ja jetzt fast eine Woche her, nee, wenn die Folge rauskommt, dann ist eine Woche her, seitdem die erste Folge rauskam und... ich muss dazu sagen, ich hätte niemals auch nur annähernd damit gerechnet, dass... die Reaktion so überschwänglich und ich glaube wirklich fast zu 100%, was ich gelesen habe als Kommentaren, so positiv ausgefallen sind. Unglaublich, vielen, vielen, vielen Dank dafür, von den Aufrufzahlen ganz davon mal ganz zu schweigen. Auch das ist wahnsinnig viel für meine Verhältnisse, unglaublich, denn das sind mittlerweile über 13.500 Aufrufe, über 1.000 Likes, ihr wisst, das da mache ich mir nicht so viel draus, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Das ist eine ganz tolle Sache. Hätte ich niemals gedacht, dass da so eine Resonanz herrscht. Also unfassbar, ja. Und einer der vielen, vielen Kommentare, gerade unter dem ersten Video oder unter der ersten Folge, waren irgendwie jetzt über 211 Kommentare oder so. Unfassbar. Schrieb dann, ich glaube aber erst unter der zweiten Folge, dass wir doch, wenn wir solche illegalen Bodenmissionen machen, könnten wir dann ruhig in ein Anarchiesystem fliegen. Denn dort bekommen wir wohl weniger Probleme, wenn da mal was schief geht. Oder, naja, ist halt ein Anarchiesystem, da ist es dann doch schon relativ egal, falls wir doch mal Mist bauen. Da können wir uns gleich mal hier in der Umgebung umgucken, ob wir da irgendwo ein schönes System finden und dann einfach mal dort was anderes probieren oder uns dort mal nach Aufgaben umschauen. So, was wir noch machen können. Ja gut, die Mission, die es hier so gibt. Wir schauen aber hier nochmal rein in den Shop. Wir haben, was Sie wünschen. Ja, super. Fragen können Sie sich gern an mich wenden. Jo, machen wir. Denn, das hatte ich schon gesehen, gerade als ich so ein bisschen rumgeschmökert habe. Es gibt hier, wir hatten ja den Artemis-Anzug beim letzten Mal, glaube ich, auch gekauft, ne? Den Zweier, wenn mich nicht alles täuscht. Aber diesmal gibt es noch einen Dominator-Anzug, auch auf Stufe oder Qualität Stufe 2. Kostet 2,25 Millionen und hat auch schon einen verbesserten Sprungassistent. Oder der, ja, der Sprung ist besser. Ich weiß nicht, was das macht. Ob ich einfach höher und oder weiter springe. Oder der Booster mit gemeint ist. Jedenfalls, irgendeinen hatten wir. Oder hatten wir hier einen Maverick-Anzug 2 gefunden? Wir schauen gleich mal rein. Aber den Dominator-Anzug, den kaufe ich direkt mal. Wer einen Dominator kauft, meint es ernst. Extra ja. Panzerung, Schilde, sogar Platz für eine weitere. Viel Glück. Ja, danke schön. Und vielleicht bekommen wir auch, fällt mir gerade ein, in einem Anarchiesystem. Oh, gleich muss ich euch noch was zeigen. Das ist mir auch das erste Mal aufgefallen. Vielleicht bekommen wir auch in einem Anarchiesystem dieses E-Breach, womit wir Sachen hacken können. So, warte mal. Was wollte ich? Ach ja, wir haben gerade einen Anzug gekauft. So. Hier in der Übersicht. Ja doch, da wird mir jetzt... Ach doch, da oben ist es. Genau, Maverick Anzug 2 haben wir. Seht ihr, gar nicht der Artemis. Ja, das ist ja klasse. Genau, und der Dominator Anzug 2.
Wäre halt auch geil, wenn ich hier in der Konfiguration einfach den Anzug nehmen könnte. Dann müsste ich jetzt keine neue Konfiguration machen. Ich meine, das geht recht flott. Wenn ich hier jetzt nicht anfange, ewig noch die... Halt, warte mal. Einmal die, ja. Ewig noch die Cosmetics hier irgendwie einzustellen. Sekundäre, nehmen wir noch die kleine mit. Das passt, super. Dann haben wir schon mal einen Stufe 2 Dominator-Anzug. Und dann könnten wir uns eigentlich auch noch... Der kam zwar jetzt relativ viel Geld. Macht aber nichts, wir haben ja deutlich... Also einiges nochmal bekommen jetzt auch durch die letzte Folge oder überhaupt durch die erste. Wir haben in beiden Folgen jeweils knapp 10 Millionen gemacht. Also das ist schon nicht ohne. Ich führe Waffen für einen... Was darf es denn heute sein? Nehmen Sie sich Zeit. Ja, dann könnten wir theoretisch den Artemis-Anzug 2 auch noch kaufen. Aber da warten wir mal, bis wir da einfach... Der ist jetzt nicht... Okay, der Dominator wäre jetzt auch nicht so notwendig, kann aber der hatte eine Modifikation helfen? Dabei. Sie wissen, wo Sie mich finden. Und deswegen habe ich den jetzt einfach mal gekauft. Dass die in einer höheren Qualitätsstufe daherkommen, findet man schon recht häufig dann doch immer mal irgendwo. Wenigstens eine Waffe oder einen Anzug in einer der Raumstationen, aber dann noch mit Modul, mit Modifikation, habe ich so häufig noch nicht gesehen. Und hier, guckt euch das an, ich wusste ja, hier rotieren immer mal die Schiffe, aber hier vorne gibt es auch ein Pult. Da kann man das manuell weiterklicken. Hier die Python. Was haben wir hier? Das ist die... FDL müsste das sein, genau, ist nicht die Adder, das ist die FDL. Die Crate, welche der beiden, weiß ich nicht. Man kann es an dem Antrieb hinten erkennen, aber ich weiß gerade nicht, welche ist. Ja, hier kann man alles schön durchrotieren, das ist ganz cool. Oh ja, die Mamba, tolle Schiffchen, oh ja. Mein Gott, an die habe ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht. Tolle Überraschung, dass die kam. Fein. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal in der Galaxiekarte um und filtern mal nach Anarchiesystemen. Jetzt aktuell habe ich ja die Zugehörigkeit eingestellt. Das... Nee, Nutzerdaten, das was anderes? Ach ja, genau. Hier. Anarchie ist auch gerade nur das ausgewählt. Ja, toll, wie wir sehen. Da rechts oben ist ein System, da hinten noch eins. Okay, dann doch, gibt da zwei wenigstens. Aber gar nicht so viele. Ja, doch, hier drüben. Da ist dann doch nochmal deutlich mehr. Was hätten wir dort zum Beispiel? Bevölkerung 13.000. Nee, das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. 4 Millionen. 31.000. 3 Millionen. 24 Millionen. Dann nehmen wir den... Call 285 Sektor PE-GC1120. Geht leicht von der Zunge. Wunderbar. Da machen wir uns auf den Weg dorthin. Und hier vor allem ist mega geil, ne? Der Stern geht entweder gerade auf oder unter, ist auch egal. Ich weiß nicht, ob man hier im Spiel auch erkennen kann, ob der Stern in dem Fall dann auf dem Planeten auf oder unter geht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall schön anzusehen. Ja, deswegen nehmen wir hier erstmal keine Aufgabe an, sondern gehen direkt weiter oder fliegen dorthin, können aber mal schauen, ob wir die Waren, die es hier auf der Raumstation gibt, ob wir da einfach welche kaufen können, um die dort eventuell besser zu verkaufen. Und ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt Drittanbieter-Tools nehmen. Da könnte ich natürlich, hau ich rein, in welchem System ich bin, auf welcher Station und wo ich hin möchte. Und dann sagt er mir, kauf das, das und das und das kriegst du am meisten Profit dann von. Das möchte ich ja nicht. Deswegen gucken wir uns das jetzt hier mal mit den Ingame-Tools an. Was sich da eventuell lohnen würde. So. Genau. Dann gehen wir an Bord. Ach ja, genau, gibt immer noch gerade jeden Tag diese Apex, irgendwie kostenlos ein paar von, Arx, Apex sage ich schon, Arx. Apex ist der Taxi-Service im Spiel. 300, was war das hier? 200, ich glaube pro Tag, den man sich einloggt, gibt es dann nochmal 50 mehr. Also morgen von mir aus gesehen müssten es dann 350 oder so sein. Oh, Freundesanfragen, ja, okay, ich nehme die noch an, versprochen, es sind 31 mittlerweile. Ich habe da noch nicht reingeschaut, wenn ich ehrlich bin. Mache ich dann aber, keine Sorgen. Genau, wir gucken jetzt erstmal hier in den Warenmarkt rein. Wir haben doch, hier drüben war ich gerade schon richtig. Ich wollte schauen, wie viel
Dienst nicht mehr verfügbar? Moment. 38 Tonnen Frachtkapazität? Okay. Also nicht. Der Dienst ist nicht mehr verfügbar. Aber die Targoiden sind nicht hier, oder? Nee. Die hängen noch da oben irgendwo rum. Ha. Tja. Ist das ein... Ich frage mich gerade, ist das ein allgemeiner Fehler, dass da nichts abgerufen wird? Nee, das schwarze Brett geht. Wenn was nicht funktioniert, dann eher das mal. Aber den Fehler oder die Mitteilung habe ich noch nicht gesehen. Tja, schade. Das hat sich dann direkt schon erledigt mit Waren mitnehmen. Oh Mann, ich glaube die Station ist arm. Ach guck mal hier, Universal Cartographic können wir noch verkaufen. Nehmen wir mal mit, 100.000 sind das. Das ist im Verhältnis nicht so viel. Aber ganz gut, da haben wir die Hälfte vom Dominator-Anzug direkt schon mal drin. Ja, na gut. Ausgestattet hatten wir das Schiffchen. Wir haben ja auch hier die beiden Buggies und so weiter. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir. Das Ziel ist gesetzt. Müssen wir einen Zwischensprung machen. Und dann düsen wir jetzt mal hin. Ja, manche von euch hatten jetzt geschrieben, ja, nee, lass das ruhig drin. Andere haben geschrieben, nee, ist gut, dass du es rausschneidest. Ja, toll. Beide Meinung. War mir schon fast klar, dass da manche gibt, die sagen, nö, ist mir egal, lass es einfach drin, ist recht entspannt, spielt dann auch einer. Und ja, gut. Wie gesagt, bei kurzen Sprüngen, so wie jetzt, ja, die zwei kleinen Sprünge, die wir ja machen, die lasse ich drin. Da muss ich jetzt nicht sinnlos rauscutten, weil ich in der Zwischenzeit eh irgendwas rede, höchstwahrscheinlich. So, los geht's. Genau, gibt nämlich viel zu bereden. Viele von euch haben dann auch geschrieben, ja, mein Gott, also... Ich habe jetzt auch lange nicht gespielt und habe es jetzt wieder angeworfen oder habe sogar auch meinen Spielstand zurückgesetzt. Ich habe ja sogar noch meinen Original-Original-Spielstand von 2014, mit dem wir die ganzen Jahre das meiste davon dann auch im Let's Play gezeigt haben oder im Stream, wie auch immer. Der existiert ja nach wie vor noch. Hatte mir der Frontier, hatte mir mal einen Zugang mal geschenkt, auch mal für die PlayStation, das ist schon ewig her. Und da gab es ja so, bei Epic gab es mal zwischendrin einen kostenlos, den habe ich noch nicht mal, aber ich habe ja insgesamt, ich glaube das müsste, ist der insgesamt vierte Account, wovon jetzt der eine ursprüngliche Hauptaccount gar nicht genutzt wird, der existiert aber noch in seiner Daseinsform. Dann hatte ich ja mal einen Account für mich, mit dem ich immer mal so bloß auf Explorator weit draußen war, und ein dritter, mit dem wir dann hatten mal diesen Anaconda Speedrun gemacht oder irgendwas anderes, der war einfach bloß zum Testen da, den habe ich dann immer mal zurückgesetzt. Naja, gut, hier ist jetzt nicht so viel Spannendes. Wir müssen aber noch einmal springen und das müsste auch schon da hinten. Ja, das ist schon unser... Ach ja, wir haben ja noch... Warte mal, wir haben noch die Strafe. Wir haben noch die 50.000 Strafe. Die müssen wir mal bezahlen irgendwann. 4, 3, 2, 1. Ja, aber freut mich, dass doch die Resonanz so riesig war und dass vor allem so viele dann doch noch spielen. Oder auch jetzt wieder angefangen haben. Oder sogar vor kurzem dann mal angefangen haben. Und auch einige von euch geschrieben haben, dass die Odyssey noch gar nicht richtig gespielt haben. Oder das dann auch ausgelassen haben. Oder es ging nicht, weil es auf Konsole nicht mehr rauskam. Oder auch nie mehr kommen wird. Und dann doch irgendwann mal zum PC gewechselt sind. Und jetzt erstmal zurechtkommen müssen. Und viel, viel Neues dabei ist. Für mich ja auch. Nach wie vor. Ah ja. Okay. Hier haben wir ein schönes kleines System. Hier haben wir direkt auch einen schönen Planeten. 6 biologische, verschiedene Biologen. Genau, 6 verschiedene Biologen gibt es hier auf dem Planet. Wahnsinn. Wow. Biologische Aktivitäten, wollte ich sagen. Hier hätten wir einen Planeten mit Bevölkerung drauf, also auch mit einer Basis. Jetzt hier. Gils Depot, nenne ich es jetzt mal. Ich richte mich mal kurz aus, dass wir in die richtige Richtung fliegen. Das eben war nämlich komplett entgegengesetzt. Das bringt uns nicht viel. So, zack. Dann schauen wir uns mal weiter um. Auch hier hatten wir gerade, waren das 5, wenn ich mich nicht versehen habe. Genau. 5 Kohlendioxid-Atmosphäre. Was war das? Ammoniak-Atmosphäre. Ich glaube, Ammoniak hatte eine geile Atmosphäre. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ammoniak war dann so eine rötliche Färbung am Himmel. Und was haben wir hier? Kohlendioxid 3. Biologische nochmal. Ja, gibt es einiges. Da nochmal ein was.
Also eine Sache, das sind dann wahrscheinlich diese Bakterien, diese grauen kleinen Pfützen, nenne ich es jetzt mal, oder Ablagerungen. Aber wir haben nichts mit vulkanischer Aktivität oder geologischer Aktivität. Tja, gut, dann schauen wir uns mal auf der Bodenbasis um und nehmen uns dort einfach mal eine Aufgabe an. Ich denke, da sollte es gut was an Missionen geben hier für das System. Und vielleicht haben wir dann auch Glück, dass es auf einem der anderen Planeten ist mit Atmosphäre oder auf demselben direkt. Wäre auch klasse. Ah ja, ganz cool, okay. Können wir nochmal hier reinschauen. Dauert noch einen kleinen Moment, bis wir ankommen. Geschwindigkeit ist schon reduziert, dass wir diesmal nicht vorbeifliegen. Ah, da ist er jetzt auch nachgeladen. Ich habe aber hier gerade hier rechts geguckt, was hier alles so gibt. Import, Export. Oh, ey, mir fällt gerade was ein, an was ich überhaupt gar nicht gedacht habe die ganze Zeit. An den Abbau. Den gibt es ja auch noch. Mein Gott, oh ja. Da gucken wir dann mal, welche Schiffe für den Abbau nehmen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ach, schade, guck mal, wir müssen wieder hinten rum. War ja klar. Ja, und ja, manche schrieben dann auch von euch, ja, kannst auch gern jeden Tag eine Folge machen. Andere schrieben, ja, einmal die Woche reicht auch locker. Also ihr seht, die Bandbreite von Antworten, die ist dann recht weit. Aber ich denke und ich hoffe vor allem, was mir eigentlich ein bisschen mehr Sorgen, naja, das heißt Sorgen gemacht hat, aber dass es die Soundabmischung, dass die soweit okay geht, dass der Ingame-Sound laut genug ist. Ich denke, das passt aber. Was natürlich direkt passiert ist, worauf ich keinen Einfluss habe. Der Kanal ist aktuell absolut, also bei keinem Video von mir monetarisiert. Und die erste Folge, die hatte leider in einer der Bars, auf der wir waren, gab es so ein 50-Sekunden-Segment. Da gab es irgendein Lied im Hintergrund. Ich habe das während der Aufnahme überhaupt nicht gemerkt. Wurde so ein Lied leise gespielt von irgendeiner Band oder ja, irgendwas, was jedenfalls urheberrechtstechnisch da tief in YouTube verankert ist. Und ich habe dann gesehen, dass auf dem Video auch Werbung liegt. Das ist überhaupt nicht meine Idee gewesen, aber also auf der zweiten Folge ist das nicht der Fall. Da habe ich drauf geachtet. Es gibt nämlich hier im Spiel, das wusste ich nämlich auch nicht bis dahin, da hatte ich dann erst nachgeschaut, als das passiert ist. Es gibt hier den Streamer-Modus unter der Lautstärke-Einstellung. Unter Musik. Da kannst du das einstellen und dann wird nichts Lizenztechnisches im Hintergrund gespielt. Das wusste ich vorher nicht. Deswegen haben wir da jetzt leider in der ersten Folge doch Werbung. Und ja, das war nicht beabsichtigt. Also das kommt nicht von mir, da habe ich keinen Einfluss drauf. Das wird dann durch den Lizenzgeber gemacht. Bisschen doof gelaufen, wusste ich nicht. Hatte ich Pech. Macht aber nichts, bleibt so wie es ist. Ich hätte die 50 Sekunden auch rausnehmen können. Dann wäre aber nicht das Lied raus gewesen, sondern die komplette Soundspur. Und das war dann gerade auf der Station, wo wir dann ein bisschen was gemacht haben. Das wollte ich dann auch nicht. So, Landeplatz da hinten. Gucken, brauchen wir noch den Nachtsichtmodus? Ja, nö, geht. Ich sehe ja, wo wir hin müssen. Jetzt haben wir eigentlich den schönen Anflug so ein bisschen verballert im Menü, das wollte ich gar nicht. Ja, aber es wird bei den zwei, maximal drei Folgen bleiben. Also ich denke immer so am Wochenende rum, irgendwann Freitag, Samstag, Sonntag mache ich dann eine Folge und ja, so gegen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, irgendwann in der Drehe. Wird sich dann so irgendwie einpendeln. So, wir gehen wieder runter und gucken direkt mal hier so ein bisschen was nach. Und auch die Folgenlänge, die soll sich eher zwischen anderthalb und zwei Stunden einpendeln. Dass die erste Folge deutlich länger war, vollkommen egal. Die zweite war jetzt auch nochmal 2 Stunden 10. Aber die nächsten so zwischen anderthalb, also zwischen 90 und 120 Minuten. Ich wollte genau in die Verwaltung rein. Können wir hier irgendwo... Ach, guck mal. Ja, Codex-Einlösung, das machen wir. Ey, meine Strafen kann ich hier nicht bezahlen. Ist denen wahrscheinlich auch herzlich egal.
Hier im Anarchiesystem. Aber hier können wir nochmal was verkaufen. Ach, guck mal hier, die 160.000, da sind wir noch nah genug dran. Das geht noch gar nicht. Die anderen drei auch nicht. Die anderen beiden. Ja, wunderbar. Und dann gucken wir erst nochmal in die Ausstattung, bevor ich das vergesse. Wir können nämlich theoretisch noch den Frameshift-Antrieb verbessern, aber auch hier gibt es nichts Gescheites. Die hatten nur 3er-Module. Bringt uns in dem Fall gar nicht. Schubdüsen unter Umständen haben sie gar keine. Ja, wir müssten dann vielleicht mal, entweder wir fliegen mal nach Diaguantri oder Nachbarsystem, falls sie dort nicht alles haben. Oder wir gucken mal so nach dem Hightech-System oder lassen einfach so, wie es ist. Wir haben gerade keinen eigentlichen Bedarf, dass wir es so viel besser noch machen können. Wenn wir das durch Zufall mal irgendwo finden auf einer Station, dann soll es mir recht sein. Aber direkt die Jagd auf den 4A-Frameshift-Antrieb machen wir nicht. Wird nochmal ein paar Lichtjahre bringen, aber aktuell, wir müssen ja nicht besonders weit springen oder hoch, sondern einfach nur springen können. Ein paar Lichtjahre, wir sind jetzt bei knapp um die 20 im Schnitt, das ist voll in Ordnung. Reicht dicke aus für unsere Vorhaben. Ja, wirklich schönes Schiff, kannst du nicht meckern. Ja, dann können wir hier direkt nochmal gucken. Bei den Anzügen und bei den Waffen, das wird so ein Standardrundgang erstmal werden. Aber auch hier, die Farbgebung ist anders, fällt mir auf. So ein leicht verblichenes Grün, die Inneneinrichtung. Ja, hier auch. Tag. Was Sie suchen, schauen Sie sich gern um. Hat diese Firma nur eine Verkäuferin? Die war doch bei dem anderen Markt schon, oder nicht? Die reist uns hinterher. Die einzige, die ganzen Filialen leitet in der Galaxie. Die muss überall arbeiten. Man muss auf alles vorbereitet sein. Ja, wir gucken mal rein. Gute Idee. 4 Raumanzüge. Guck mal, Maverick 2 haben wir schon. Ohne Modifikation bringt uns jetzt erstmal nichts. Diese Waffen lassen bei den Sie Waffen. Nie im Stich. Nö. Die haben die ganzen Manticore-Teile. Aber da hatten wir doch auch einen gekauft, ne? Das hier hatte ich, glaube ich, mitgenommen, das Scharfschützengewehr. Ja, gut, die anderen. Lassen kann wir jetzt erstmal. Vorräte kann man nie genug. Ah, schade, E-Breach gibt es auch noch. Energiezellen. Gut, da fehlt uns sicher, nur eine im Inventar. Ist, dann nächstes Mal. Jo, dankeschön. Brauchen wir jetzt erstmal keinen neuen kaufen. Ja, dann gucken wir doch mal, wer hat denn hier mal eine schöne Aufgabe für uns? Ich brauche jemanden. Ich sehe schon kommen, wir hatten in dem einen System den einen Tag nur illegale Missionen. Jetzt sind wir in einem Anarchiesystem und jetzt gibt es hier keine. Na, wir schauen mal. Guten Tag. Ich weiß, das klingt übel, aber wir tun das Richtige. Professionelle Ausschaltung Stufe 4. Naja, wir gucken mal. Waren Sie jemals bei einer Evakuierung dabei? Das kann wirklich ziemlich chaotisch werden, wenn Sie keinen vernünftigen Plan haben. Und noch schlimmer wird es, wenn es nicht genügend Personal gibt und die wenigen Kräfte, die Ihnen zur Verfügung stehen, noch feucht hinter den Ohren sind. Feucht? Ja, gut. Dann werden wichtige Dinge vergessen, wie zum Beispiel den Energieregulator vernünftig zu sichern. Idioten. Als wir zurückkamen, war der Energieregulator natürlich verschwunden, gestohlen von Plünderern. Es war reines Glück, dass wir das Ding auf dem Schwarzmarkt lokalisieren konnten. Auf den Anführer der Bande wurde bereits ein Kopfgeld ausgesetzt, aber wir wollen eine sehr klare Botschaft aussenden: Wer klaut, stirbt. Gut, dass wir noch leben. Das sollte alle Ihre Fragen beantworten. Roderick Chang. Das ist auch in einem anderen System. Das ist dann wieder höchstwahrscheinlich kein Anarchiesystem. Hier gab es ja hier in der Ecke jetzt nur das eine. Weiter oberhalb von uns gab es dann noch die Handvoll anderer. Aber ich glaube, das ist weiter weg als die 19 Lichtjahre. Ja, wir schauen uns erstmal woanders mal um. Ich hätte Ihre Hilfe wirklich gebraucht. Ja, merke ich mir. Sie suchen einen Job? Ich brauche jemanden, der diskret etwas für mich regelt. Ja, das klingt doch schon mal gut. Überflüssig zu sagen, dass das unbedingt unter uns bleiben muss. Oh, hier ein Shutdown. Ja, das ist eine illegale Mission.
Ich muss Ihnen sicher nicht erläutern, wie schwierig es ist, sich in der Galaxie seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Oh, geht so. Viele von uns kommen gerade so über die Runden. Die Bürokratie in diesem Sektor macht den Unternehmen im Transportsektor schwer zu schaffen. Diese Gauner vom Zoll halten unsere Lieferungen ständig mit unnötigen Kontrollen auf, selbst wenn die Fracht völlig harmlos ist. Wird garantiert jemand versuchen, Geld von ihnen zu erpressen. Es gibt da eine Ladung, die auf keinen Fall aufgehalten werden darf. Es wäre daher sehr von Vorteil, wenn eine gewisse militärische Siedlung bald von der Stromversorgung abgeschnitten würde. Sie wissen schon, um die Systembehörden für ein paar Stunden abzulenken, damit wir unbescholtene Händler wenigstens einmal unbehelligt unseren Job machen können. Lassen Sie mich alles näher erklären. Na, ja, das auch wieder woanders. Schade. Auch nicht hier in diesem System. Schon gut. Aber wenn Sie jemanden kennen, der weniger Skrupel hat, dann schicken Sie ihn vorbei. Ja. Gibt. Nein. Gibt auf jeden Fall keine Leute mit mehr Skrupel. Ich weiß, das klingt seltsam, aber ich brauche einen guten Schützen. Okay. Ich kann nicht glauben, dass ich jemanden darum bitte. Ich guck direkt mal rein, ob das hier im System ist. Kann nee, ich das Sie ist auch woanders. Nein? Nee, erstmal nicht. Ah ja, hier ist noch jemand. Hey, Sie. Sie haben noch eine Waffe. Kann ich mit Ihnen sprechen? Ich werde unendlich erleichtert sein, wenn das erledigt ist. Ja, auch in einem anderen System. Ich verstehe, ja, bedauerlich. Ja, ich gucke jetzt erst rein, nicht, dass hey, wieder alles vorlese und dann... Für einen übernehmen Sie den Job und Sie machen viele Leute glücklich. Ah, schade, auch ich wieder hätte woanders. Ihre Hilfe wirklich gebraucht. Dabei gibt es hier so viele potenzielle Planeten. Haben Sie Zeit für einen Transportauftrag? Bitte, ich weiß, es ist nur ein Transportjob, aber es ist wirklich wichtig. Nee. Kann ich Sie echt nicht überreden? Nein? Auch wieder woanders gewesen. Gab es jetzt hier oben noch Missionsgeber? Wenn nicht, dann schauen wir uns im Terminal mal um. Nee, ich glaube, die vergeben keine Mission. Na? Nö. Na, dann gucken wir mal hier rein. Ja, toll, das ist alles woanders. Echt, jetzt gibt es hier keine Mission in diesem System? Das darf nicht wahr sein. Das gibt's da nicht. Oh Mann. Hier? Ist nicht euer Ernst. Das gibt's doch nicht. Oh, nee. Oder? Habe ich jetzt eins übersehen? Die sind alle woanders. Keine einzige Aufgabe hier. Ja, toll. Ich weiß auch warum, weil keiner den Systemnamen korrekt aus- und flüssig aussprechen kann. Machen wir jetzt. Ist natürlich schade. Wir können uns aber so einfach mal so ein paar Dinge auf dem Planeten anschauen. Es gibt ja hier trotzdem oder, ach natürlich, kann ja natürlich sein, dass es hier keine von den kleineren Oberflächeninstallationen gibt. Das ist natürlich möglich. Hier eventuell. Da ist auch noch mal eine größere Basis. Aber seht ihr, diese kleinen blauen gibt es hier gar nicht. Nirgendwo, das gibt's nicht. Da ist auch nochmal eine größere Basis. Garden, Barracks. Aber hier ist überall eh nichts, ne? Die diese drei Striche nach oben nicht haben. Da findest du gar keine. Wie sieht's hier aus? Das ist doch nicht. Ja, doch, hier unten. Bova Camp. Das ist aber orange. Naja, das könnten wir uns unter Umständen mal angucken. Was haben wir hier noch? Bailey Base. Können wir auch dahin fliegen, das ist nicht so weit weg. Oder hier vorne vielleicht? Na, komm. Ah ja. Hm. Weiß nicht, warum das manchmal nicht richtig lädt. Hier ist auch sogar nochmal eine große Basis.
Reichhard Beacon. Naja, hier hätten wir immerhin zwei zur Auswahl. Kommen wir düsen mal dahin. Nehmen uns erstmal einen Bergs Progress. Und vielleicht haben wir Glück, dass einer der beiden vielleicht sogar auf der sonnenzugewandten Seite zu finden ist. Das ist natürlich ärgerlich jetzt, aber vielleicht können wir ja dann, ich meine, wenn es ein Anarchiesystem ist, und so einfach mal, nennen wir es, umsehen. Also ein paar Gegenstände mitgehen lassen. Ihr habt mir auch geschrieben, dass es gar nicht, ja, teilweise so einfach ist, das dann zu bewerkstelligen, sondern man schon ein bisschen Einarbeitungszeit braucht in den Missionen, dass sie dann auch eher mal gut gehen. So, wie weit ist es bis dahin? 1120 Lichtsekunden. Ja, ich würde sagen, wir heben ab und dann schneide ich wieder rein, wenn wir kurz vor Ort sind. Das dauert jetzt wieder, es ist nicht so weit, aber bis wir vom Planeten hier wegkommen. Das dauert dann halt. So, los geht's. Aber was wir diesmal noch machen, das hatte ich bei dem einmal, als ich das rausgeschnitten hatte. Fand ich mir im Nachhinein ein bisschen schade, denn wenn man sich vom Planeten wegbewegt, wo ist er denn? Ich weiß gar nicht. Weil das jetzt sehen, eventuell in der Außenkamera. Ah ja, das meinte ich. Genau. Wenn dann nach und nach das Licht wiederkommt. Das nehmen wir uns mal. Das sieht schön aus. Ja, das ist ganz cool, ne? Ach, da ist auch der Stern. Hervorragend. Ja, jetzt sind wir weg. Jetzt sind wir schon auf gut Speed, aber trotzdem, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir vor Ort sind. Bis gleich. Da bin ich auch wieder und ja, knapp 50 Lichtsekunden entfernt. Wir scannen auch den Planeten mal, den nehmen wir direkt mit. Wird nicht so viel bringen, macht aber nichts, aber vielleicht sehen wir so trotzdem noch zusätzlich ein paar interessante Standorte, die wir dann mal anfliegen können. Genau, dort wollen wir hin, Signalquellen ignorieren wir erstmal. Ja. Ja, da wird es dunkel. Dann müsste theoretisch hier weiter rechts unten. Ah, ist auch noch auf der anderen Seite. Ja, warte mal. Ja, es ist trotzdem auf der Schattenseite, auf der anderen Seite. Wenn das so knapp bei der Hälfte ist, wo er dann trotzdem noch Tag ist. Ja, auch auf der Rückseite von hier aus gesehen rechts. Aber das liegt ein bisschen weiter hier drüben auf der Seite. Auch da wird es dunkel. Na gut, wir hauen da erstmal unsere Drohnen drauf. Zack und zack. Ist auch schön gemacht, wie die dorthin fliegen. Finde ich gut. Habe ich von Anfang an gemocht, wie die kleinen Drohnen da unterwegs sind. Surface scan by 50%. Oh, reicht das? Nee, reicht nicht. Ja, wir sehen da unten, da ist noch was frei. Da sind die Drohnen nicht hingekommen. Eigentlich wollte ich die hier so hinschießen, relativ mittig, aber die ist doch ein bisschen weiter oben gelandet. Jo, die ist besser. Jo, Spitze. Irreguläre Markierung. Ja, die fliegen wir direkt an. Da haben wir es hell. Da können wir mal hin. Da hinten ist dann noch eine. Wo ist die dritte? Es waren drei. Ne, waren zwei. Ne, doch. Ne, das ist nur die. Ne, doch, waren drei. Mein Gott. Die eine ist da oben, die zwei. Jetzt war da unten. So. Orbital Flight engaged.
weiß gar nicht, was irreguläre Markierungen sind. Ich glaube, ich kenne die so noch nicht. Ich habe sonst immer mal irgendwelche Absturzstellen oder sowas gefunden. Oder haben sie die umbenannt einfach nur? Weil gleich drei Stück davon und nichts anderes? Tja, wer weiß. Ja, sonst haben wir nichts zu erwarten auf dem Planeten. Da ist nicht so viel los. Da haben wir bloß nichts. Technetium, Cadmium und Quecksilber unter Umständen. Falls wir eine kleine Buggy-Tour drehen. Da haben wir auch noch nichts von eingesammelt. Doch, neulich bei den Geysiren. Da waren ein paar Sachen dabei. Boah, ich kann mich noch... Könnt ihr euch noch an die allerersten Zeiten erinnern? Als Horizons Haus rauskam, im Dezember 2015 war das, glaube ich, also das erste Add-on, was dann jetzt bis letztes Jahr auch das einzige Add-on war zum Spiel und dann die Oberflächenlandung auf atmosphärenlosen Planeten ermöglicht hat. Da konntest du ja dann auch von Anfang an diese Sachen einsammeln wie Eisen, Zink, Germanium, Technetium und so weiter und so fort. Und da musstest du aber jedes einzeln anfahren und suchen mit dem Buggy. Und da war das dann auch mit dem Radar noch ganz neu, was man unten am Buggy hat. Und aber niemand wusste, was mache ich damit. Das hatte ganz gut funktioniert, aber ganz zu Anfangs, da hast du auch nur ein Brocken oder ein Teil aus dem Brocken bekommen. Jetzt sind es ja immer drei. Also wenn du Eisen einsammelst, bekommst du nicht ein Eisen, sondern drei. Und das waren ganz am Anfang nur eins. Und da war auch die Kapazität deutlich beschränkter von dem, was man maximal mitnehmen konnte. Also viel, viel weniger. Und irgendwann haben sie das ja mal angepasst. Je nach Qualitätsstufe kann man dann, ich glaube, von der einfachen Qualität 300 mitnehmen pro Rohstoffart oder pro Rohstoff. Und von den ganz, ganz seltenen dann immer noch, ich glaube, 50 oder 100 irgendwie so. Ich habe die genauen Zahlen, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube 50 bei den Grad 5 Seltenheiten. Und es ist deutlich einfacher gemacht. Ja, das war zu Beginn deutlich schwieriger. Jetzt mittlerweile geht das. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Odyssey ist hier. Ich habe da noch keine Rohstoffe gefarmt. Aber ich denke gerade die ganze Zeit, was ist denn das? Aber das sind so kleine Container. Ich dachte, was ist denn das für ein Gebäude? Wie klein soll denn das sein? Naja, Moment. Doch, geil. Da testen wir direkt mal unseren Scorpion aus. Da könnten wir ja beim letzten Mal die Waffen noch nicht benutzen. Weil wir, ich glaube, noch zu nah dran waren an der Station, die da auf dem Boden gewesen ist. Das hätten die nicht so gut gefunden. Aber hier liegt ein bisschen was rum. Haben wir denn... Der hat auch zwei Frachtkapazität. Der normale Standard-Buggy hat vier. Hier, guck mal, ja, stimmt. Ein bisschen hatten wir ja mitgenommen. Antimon. Seltenheit 4. Oder Qualität Stufe 4. So rum vielleicht eher. Ja, wir sind noch so unbedarft, ey. In allem hier ist noch nichts drin. Das ist unfassbar. Wir können ja nichts machen. Auf dem Hauptaccount, da ist hier alles voll. Von allen Dingen, die es irgendwie gibt. Auch nicht von allen, aber von den meisten Sachen. Ja, ist ja ganz normal. Dass ich da dann auch mehr schon angesammelt hatte. Also der ehemalige Hauptaccount. Das hier ist jetzt unser Hauptaccount. Ganz einfach, ganz simpel. So, die Teile können wir wegballern. Die haben von uns nichts zu erwarten, außer Wut und scharfe Geschosse. Oh, Moment. So. Wir gucken aber erstmal, kann ich schon sehen, was da so rumliegt? Nee, noch nicht. Hier müsste jetzt eigentlich diese Zone... Ja. Ja, ich überlege gerade noch einen Schlachtplan. Ich denke, ich rotze hier einfach diese Akuleus-Werfer-Munition drauf. Da haben wir 13 Stück mit. Oh, nice! One-Shot! Die reagieren gar nicht. Oh ja, doch, jetzt. Ah, okay, die sind nicht zielsuchend.
Stark. Oh, die Anzeige rechts unten, die ist für mich neu. Deutlich, deutlich übersichtlicher, als ich es kannte. Da hinten fliegt doch die Rakete, die vorhin vorbeiging. Ist ja geil. War hier nicht noch eine? Alter Schwede, der Raketenwerfer geht mega geil ab. Pass mal auf. Ha, hallo. Ich habe durchschlagende Argumente mitgebracht. Ja. Okay, da haut's die Teile direkt vom Himmel. Mega geil. Okay, dann gucken wir mal, was hier so rumliegt. Das war auch mal eine Zeit lang. Da hatten sie dann irgendwann mal, gab es dann so 3-4 verschiedene Waren, die man nur auf Planeten finden konnte in so Containern wie hier. Das war Taffeit und das waren noch 2-3 andere, die relativ selten waren und das damals teilweise so um die 100.000 Credits pro Tonne bekommen. Das war nicht wenig. Hier, Mosseinit. Ja, genau. Das meinte ich sogar noch. Gold und Taffeite sogar auch dabei. Ja, komm, dann nehmen wir das direkt mal mit. Na, dann nehmen wir das Gold mit. Und was steht hier vor uns? Cargo hold at maximum capacity. Gold, 47.000. Moissanit. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Steht das hier drin? Dieses kristalline Siliziumkarbid findet bei der Herstellung von elektronischen Geräten Verwendung, aber auch als thermischer Isolator. Das ist ja fantastisch. Gold, was ist das? Nachfrage alle außer Landwirtschaft, Raffinerie, Förderung und Militär. Also Landwirtschaft verstehe ich ja noch, aber die anderen drei? Produktion, Förderung und Raffinerie, ja, schon klar, aber na gut. Ja gut, gucken wir mal, wo wir das denn gescheit verkaufen können. Wir bringen es jetzt mal zurück, holen den anderen Kram noch und gucken uns dann hier in der näheren Umgebung noch rum. Ich weiß gar nicht, ob die Drohnen, wenn man die abschießt, irgendwas fallen lassen. Ich überlege gerade, ob wir den... Warte mal, wie war das? Wie konnte ich jetzt... Moment, das war doch sonst hier unten, dass man die Waren tauschen konnte. Das ging früher mal hier unten drüber, aber die hatten das mal geändert. Hier oben Transfer. Oh, da ist es. Okay, das darüber, Transfer bestätigen. Jo. Okay. Ach komm, bevor ich jetzt hier den anderen Buggy raushole, da dauert es, die Kiste wieder einzupacken. Da auch noch mal die andere wieder auszupacken und in der Zwischenzeit sind wir schon einmal mehr hin und zurück gefahren. Dann sollte das passen. Supraleiter. Oh, Nervengas. Ja. Und hier liegt noch mal fehlerhafte Fokuskristalle, die nehmen wir auch mit. Aber das erste gefertigte Metall gefunden. Huch. Was bringt denn der Kram? Nervengas 13,5, Supraleiter 6. Das kann auch deutlich nach oben oder nach unten abweichen, je nach System, in dem wir sind. Müssen wir mal schauen. Irgendwie kriegen wir es los. Halt. Das war hier drüben. Das musst du erstmal finden, ne? Wenn ihr neu im Spiel bist. Ich glaube, dass man das findet, wie man die Waren dann so ins Schiff kriegt. Man könnte auch mit dem Buggy dann einfach wieder einsteigen. Und dann lädt er die Waren, die man im Buggy hat, automatisch in das Schiff. Aber hier stehen ja noch die beiden Sachen rum. Moment, wo war's? Hier drüben. Ich hab schon wieder vergessen, wo wir hin müssen. Oh. So, hier, Taffeit. Taffeit 50.000 Gold, auch nochmal ähnlich viel. Genau, und hier gingen ja die Drohnen runter, ne? Aber hier ist nichts weiter. Habe ich hier gerade ein Schiff gehört über uns? Nee. Hat er sich für einen Kurs?
kurzen Moment so angehört, als ob da irgendein Schiff unterwegs gewesen wäre. Na gut. Okay. Ja, ich glaube, die normalen Drohnen, die lassen keine Gegenstände fallen, wenn man die abgeschossen hat. Die Drohnen bei den Guardian-Ruinen jedoch, die lassen ja aber irgendwas fallen, was man braucht. Aber bei denen hier ist es dann nicht so. Na gut. Dann soll's so sein. Ja, mein Gott. Muss immer mal noch gucken, bis ich das wieder so ein bisschen intus hab. Und federleicht von der Hand geht, dauert's wahrscheinlich noch ein bisschen. Auch ein paar Folgen. Je nachdem, wie häufig wir das machen. Aber das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Da haben wir jetzt wenigstens so ein paar Sachen hier drin. Bisschen Geld mitgenommen. Ja, hier ist. Wir sind im Anarchiesystem. Da ist auch nichts als illegal markiert, ne? Das passt schon. Okay. Ach ja, sogar ein bisschen Kopfgeld bekommen. Stimmt, 1000 pro Drohne. Sah vorne erst so aus, als ob es 4 waren, aber es waren dann doch nur die 3. Haben wir aber elegant gelöst, würde ich mal behaupten. So, wir haben noch mehrere irreguläre Markierungen. Ich würde sagen, wir schauen uns mal noch eine an. Interessiert mich jetzt dann doch mal, ob das auch wieder bloß Waren sind, die da rumstehen, in Anführungsstrichen, oder doch nochmal irgendwas anderes ist. Denn das würde ich jetzt erstmal gerne herausfinden wollen, was damit so auf sich hat. Und dann fliegen wir noch mal einen der anderen Stützpunkte oder Oberflächensiedlung an. Und machen da noch mal schön ein auf Selbstbedienung. So, das sollte jetzt nicht allzu lange dauern, wo ist sie? Sie ist nicht. Laut Navigationsball. Da und dann auch noch ein Stück nach rechts. Da komme ich nicht weiter. Ab hier wird der Nacken steif. Noch ein Stück nach rechts müsste es gehen. Und dann würden wir dort auch die Markierung sehen. Da ist er. Jo, die holen wir uns ran. Ach so, es fällt mir jetzt erst ein. Die Folge, die jetzt, die hier heute rauskommt, kommt am 24. raus. Von daher schon mal schöne Weihnachten an alle. Gute, ruhige, entspannte Feiertage für euch alle. Genießt die Zeit. Gerade die vielleicht frei haben oder Urlaub haben in der Zeit. Und ja, macht euch ein paar schöne Festtage. Schon gar nicht mehr dran gedacht. Vor allem, weil das Wetter gerade mal überhaupt nicht nach Winter aussieht oder nach Weihnachten. Sieht er aus wie geht so Richtung April, bei uns zumindest heute irgendwie 11 Grad, ein bisschen Regen, ganz entspannt, relativ mild. Hab da nichts gegen, von mir aus kann das so bleiben, ich brauche keinen Winter. Aber naja, ich denke für die Kids wäre das ganz cool, wenn so ein bisschen schneit, ne? Gerade zu Weihnachten dann ein bisschen Schnee. Je nach Region liegt wahrscheinlich auch Schnee rum in Deutschland bei uns hier. Da sieht es eher deutlich mauer aus, dass hier nochmal irgendwas runterkommt, dieses Jahr zumindest. Wir hatten schon ein bisschen Schnee, das hat mir dann aber auch schon gereicht. Letzte Woche einmal, als so glatt war, fast auf die Fresse geflogen bei. da war der Weg zur Arbeit, der war dann mit so kleinen Eisflächen gepflastert. Die habe ich erst gar nicht gesehen. Bin dann so ein paar Meter gelaufen und denke, oh Mann, was hier los ist. Aber wie Schlittschuhfahren, nur ohne Schlittschuhe an den Füßen. Und nicht unbedingt Schuhe, die dafür geeignet sind, die fast kein Profil hatten. Das war nicht meine beste Entscheidung an dem Tag. Aber nichts passiert, Gott sei Dank. So, was haben wir denn hier? Noch sehe ich nichts. Das deutet eher darauf hin, dass es so ähnlich ist wie gerade. Wir sind nur noch 7 Kilometer entfernt. Da wird es mit dem Erkennen wahrscheinlich eh schwierig. Das mit dem Anarchiesystem wirklich ein super Tipp, ey. Das werden wir noch häufiger machen, wenn wir diese Mission annehmen. Da können wir wirklich testen. Ne? Wenn da was passiert oder ich aus Versehen die ganze Siedlung auslöschen musste, dann ist es nicht so schlimm. Ja gut, hier stehen auch wieder die Waren rum.
Drohnen sehen wir aktuell nicht. Gibt's keine oder kommen die dann erst, wenn ich näher dran bin? Hier sind 4. Mal 3 von den mittleren, eine von der kleineren. Und dann gibt's ja noch die ganz großen Goliath-Drohnen, die ich selber hier in freier Wildbahn noch nicht so häufig getroffen habe. Einmal kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Das war das erste Mal auch vor vielen Jahren, dass mir so eine Goliath-Drohne gegenüberstand, auch auf irgendeinem Planeten, irgendwo mitten in der Wildnis, weil da irgendein Zeug rumlag. Und da bin ich da ran mit dem Buggy und auf einmal packt das Vieh seine Raketen aus. Und da habe ich aber Fersengeld gegeben und bin da weggefahren. Wie so ein Wani. Das Vieh kam hinterher und hat da immer weiter auf mich geballert, die Raketen. Mega geile Verfolgungsjagd, ich konnte dann auch entkommen. Aber das war nicht ohne, hat mir gut gefallen. Aber mit dem Teil habe ich mich dann nicht nochmal angelegt. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir das hier mal und fliegen einfach mal weiter zu... Ach hier, guck mal, hier sind diese Teile dahinter. Dann lass uns mal dorthin fliegen, zu Eilenbergs Progress. Hier ist noch so ein Plus dahinter und ein kompletten Schild, was auch immer. Achso, davon hatte ich, glaube ich, könnte sein, dass es jetzt das in der zweiten Folge nochmal war, noch keinen Kommentar gelesen, was damit auf sich hat. Oder ich habe es überlesen, ich hoffe nicht, ich bin der Meinung, ich hätte alles durchgelesen. Na gut. Schauen wir uns mal dort um. Wir haben ja den Buggy dabei, den Skorpion, den nehmen wir gleich mit. Wir landen ein bisschen außerhalb. Und ob ich das Schiff in der Zwischenzeit, in der wir dort, naja, operieren, wegschicke, weiß ich noch nicht. Je nach Geländelage, wenn es komplett flach ist und die mir mit Leichtigkeit das Schiff zerstören könnten, falls was schief geht, dann... schicke ich es vermutlich eher vorher weg. Manchmal ist das Gelände ja so ein bisschen hügelig oder bergig sogar. Da kann man das immer ganz gut mal verstecken. Das ist ganz geil. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Aber da musst du halt erstmal schnell genug wieder dann dorthin kommen, wenn dann erstmal alle auf dich sauer sind. Die sollten dich verfolgen oder haben dann auch die Drohnen, die dir hinterher fliegen. Dann wird es recht unlustig. So. Da hinten wollen wir hin, nochmal einmal halb drumrum. Aber das geht flott. Ist bloß ein ganz kleiner Planet, da kommen wir auch ein bisschen zügiger von weg. Orbital Flight engaged. Joa, noch nicht wahr. Noch kurz müssen wir warten. Noch ein Stück und abbremsen und rein da. Schub und los. Passt. Ah ja. Gibt's hier eigentlich was Neues? Fragmentkanonen. Untergrundverdrängungsmunition, das für einen Abbau. Aber für diese AX-Waffen gibt's nichts, oder? Ah, doch hier. Kleinkalibrige Munition. So, schauen wir uns mal das Gelände an. Jetzt von hier so aus, als ob das gar keine Siedlung im Sinne von den letzten Siedlungen ist, bei denen wir gewesen sind, sondern... Warning, you have entered a trespass zone. Ach so. Ach so. Ach, das ist dann doch nochmal was anderes. Okay. Na gut, wenn ich die Kiste hier vorne abstellen muss. Jetzt müssten wir wieder gleich raus sein. Trespass zone cleared. Ha, das ist nur ein Gebäude? Was ist das? McDonald's, was da rumsteht, oder was? Ja, wieso nicht? Ran da. Ach so, wichtig, was ich immer ganz gerne mache.
falls ich wirklich mein Raumschiff, hier geht sogar, wenn wir hier ein bisschen runtergehen, dann ist hier dazwischen so eine kleine Hügelkuppe dazwischen. Also sollte das irgendwie klar gehen, sind noch 2,5 Kilometer Entfernung. Aber falls wirklich drauf ankommt und ich fahre dann wie ein Irrer zurück mit dem Buggy zum Raumschiff, steige ein und booste dann hoch mit dem Schiff, dann will ich ja nicht erst eine Drehung machen, weil wenn ich jetzt hier hochziehe, hochbooste, würde ich trotzdem noch halb da drüber fliegen. Und dann könnte es sein, dass die mich dann trotzdem nochmal treffen. Deswegen stelle ich uns jetzt mal mit dem Rücken dazu hin und dann können wir da ganz easy und entspannt, falls nötig, einfach abdüsen. So. Und Scorpi, komm mal mit. Dich brauchen wir. Vielleicht. Ach, na, das wusste ich jetzt aber nicht, dass die auch wieder so eine Sicherheitszone haben. Low gravity warning. Shit, wo waren das jetzt? Da. Nee, ich habe mich ja gerade extra so hingestellt. Welches? Warum, Mann? Genau in die falsche Richtung gefahren. Na gut. Ich weiß gar nicht, würde mich mal interessieren. Muss ich mir mal in der Ausstattung im Raumhafen dann mal die Details anschauen, wie viel mehr der Schild von dem Scorpion Buggy aushält im Vergleich zum normalen. Weil mir kam es so vor, da hatten die auch ein bisschen auf mich geschossen, haben auch getroffen. Aber der Schild hat, wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe das ein bisschen zu spät hingesehen, weiß nicht, ob er sich dann schon wieder aufgeladen hatte, der hat nicht so viel Schaden genommen. Das ist ja auch geil. Beste Undercover-Agent der Welt. So schrottet sein Gefährt schon auf dem Weg zum Ziel. So. Bevor wir da sind. Es ist so Wahnsinn. Jedes Mal aufs Neue. Man denkt, das ist nicht weit weg, solange man im Raumschiff sitzt. Wenn du dann im Buggy bist, denkst du, ja gut, das ist jetzt doch schon eine ganze Weile. Und wenn ich jetzt nochmal zu Fuß aussteige, dann ist es ja nochmal so viel mehr weiter. Noch ein Kilometer. Ja, jetzt läuft's. Oder jetzt fährt's. Geil, 7% Höhlenintegrität schon verloren. Ich hoffe, die paar Prozent werden mir nachher nicht zum Verhängnis. Ich habe es auch schon geschafft, mit 1% Hülle noch irgendwie zu überleben. Wäre schade, wenn es dann daran scheitert nachher. Ja, komm. Vielleicht hätte ich jetzt auch mit dem Schiff hier näher dran landen können in dieser Zone. Aber Ich weiß nicht, wie sich diese Siedlung hier verhalten, was da los ist. Müssen wir jetzt erstmal schauen. Habe ich nicht hier. Ah ja. Habe ja auch das Nachtsichtgerät im Buggy. Okay, dann gucken wir mal, was ist da. Ah! Das Minenabbaugerät und unser Schiff verabschiedet sich gerade. Da oben war es gerade, da gab es gerade den Blitz, der ist gerade weggebeamt. Okay. Okay, die Dinger können. Naja, ja. Die Abbaugeräte könnten wir wegballern, da finden wir ein bisschen was. Getroffen. Hat aber noch ein Schild an, das habe ich nicht gesehen. Target destroyed. Unser Schild sieht noch gut aus. Oh, knapp daneben. Under attack. Das ist geil. Ha, nice. Das gefällt mir. Waren da schon alle?
guck mal, doch, die hat was fallen lassen, die Drohne. Gebogene Legierung. Ja, nett, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Die Dinger können wir abschießen. Was haben wir da? Uraninit. Oh, okay. Target shields offline. Shit. Lebt noch. Target destroyed. Das ist noch einer. Oh, komm. Target destroyed. Das ist jetzt so eine Ware, die ich reinnehmen könnte, ne? Das ist jetzt hier drüben drin. Ja, Uraninit ist nicht viel wert, das weiß ich. Deswegen lassen wir es mal hier. Guck mal, was kann ich die Dinge auch mit dem. Nee. Under attack. Damn. Target destroyed. Ja, ich glaube, unser Schild ist sehr, sehr gut. Was kommt da hinten an? Ach nee, das ist wieder die Rakete, die da irgendwo hinfliegt. Was haben wir hier? Kobalt. Ja, ich glaube, aus diesen Minenabbaugeräten, da kommt nicht so geiles Zeug bei rum. Das ist alles so ein bisschen niedrigpreisig oder auch wertig. Und die respawnen immer wieder. Target Shields offline. Under attack. Target destroyed. Ich wundere mich, ich steuere den Geschützturm auch mal mit dem Gamepad. Na komm, zeig dich, ich hab noch was für dich. Ach nee, ach verdammt, ich habe keine mehr von den Raketen. Target destroyed. Für euch reicht's. Na guck mal, die kommen immer wieder. Ja, der hat auch wieder was, ja, auch nochmal gebogene Legierung. Ich glaube, die respawnen immer wieder neu. Target destroyed. Schildemitter. Ah, doch was anderes. So, pass mal auf. Nein! Nein! Um Gottes Willen. Oh, so doof kann keiner sein. Doch nicht mit dem Anzug. Ah! Moment, ich muss. Kleinen Moment bitte, liebe Drohne. Ich muss noch mal kurz einsteigen. Oh, jetzt sind aber viele gekommen. Ja. Da waren gerade bloß zwei am Himmel. Target. Ich mit ihm mal zu Fuß schnappen. Target shields offline. Target destroyed. Und mal schauen, wie das so klappt. Target shields offline. Target destroyed. So, okay. Nice. Ja, dann nehmen wir direkt mal den Dominator. Mhm. Schild ist an. Hat kein Schild. Warte, ich muss noch. Ja, stark. Ja, geht auf, brauchst aber deutlich mehr. Hier rein, das wollte ich mir anschauen. Ach, schade. Da ist noch eine. Die Hitze vom Bergbaugerät hat mir gerade mein Schild zerstört. Um Gottes Willen.
Ich wollte, bin da so nah ran. Ah ja, gut, da ist auch Feuer. Ich bin ja auch doof, ey. Oder ja, irgendwas. Irgendwas Warmes. Naja, okay. Ah ja, ich hab den schon gesehen da oben. Oh, 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 Vorsicht, Schild gleich kaputt. Oh, hallo. Geht auch hervorragend mit der Energiewaffe kaputt, obwohl die kein Schild hatte. Ich guck grad mal, komme ich da hoch? Ah ja, die hat ja irgendwie einen verbesserten Sprung, war das, ne? Na, komm her. Ha! Was ist denn da hinten gerade geflogen? Sogar noch was rum. Ich habe aber keine Munition mehr mit. Okay, gut, dann gehen wir zurück zum... Hier war ja auch kein Eingang, ne? Das ist ein bisschen schade. Wäre geil, wenn man hier rein könnte. Geht aber wohl nicht. Ja, diese Installation hier, die Oberflächeninstallation, die gab es vorher schon. Kann man mit Fußball spielen. Bing! Aua! Fuß gebrochen. Ne, ist aber physisch vorhanden. Guck mal, ich kann da nicht drüber. Ja, warte mal mit dem Schließen. Ich wollte doch noch gucken, ist hier noch ein Eingang? Nee. Au, 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 au. Sprinter. Nee, hier ist auch nichts. Okay, jetzt haben wir alle vier Seiten. Dann lass uns mal wieder abhauen. Oh, Schild gleich kaputt. 4% Schild. Oh Gott. Regeneriere dich mal, dann flitze ich mal ganz schnell rüber zu unserem Gefährt. Gut, ich hau hier mal ab. Aber gut, also der Buggy hält echt eine Menge aus, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich glaube, der normale hätte schon deutlich schneller sein Schild verloren. Na komm. Mal ab, dass ich in Ruhe unser Schiff rufen kann. Ich weiß gar nicht, ob wir eine gewisse Entfernung weit weg sein müssen, damit es funktioniert. Na ja, geht schon. Huch. Oh, jetzt ist aber gut, lass mich doch mal in Ruhe. Wie weit verfolgen die denn ein? Na ja, gut, die sind 600 Meter entfernt. Ich glaube, die kommen jetzt nicht mehr näher. Die können aber noch schießen. Oh, da oben war es gerade. Okay, dann kriegt das Schiff dann doch noch was ab. Ich hoffe, es hält das aus. Ja, fliegt noch näher ran. Nein. Ah, wie dumm. Komm runter, komm. Denk dran, nicht drunter stehen, wenn das landen will, dann haut es nämlich sonst wieder ab. Wenn da was im Weg ist. Ein paar Mal gehabt. Ist schon gelandet? Ja. Oh, das wird knapp. Nein, da komme ich nicht hin. Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall düppeln. So wie wir da drin sitzen, brauche ich die beiden Düppelwerfer an. Was war hier drunter? Jo. Jo, und ab dafür. Komm schon. Okay, Schild vom Schiff noch bei 99%. Wunderbar. Passt doch alles super. Düppel. Aber die sieht man nicht mehr so gut mit Odyssey. Das sind jetzt also diese weißen Pünktchen. Aber leider nicht mehr diese roten. Die waren ja vorher immer so ein bisschen rot. Aber seit Odyssey leuchten die gar nicht mehr. Da noch so weiße Punkte.
Ja, Glück gehabt. Nichts weiter passiert. Sind wir gut von weggekommen. Aber... Ja gut. Dann halten wir auch hier mal an auf... Wo war es denn? Da oben. Leichhardt Beacon, genau. Das war die Station. Da wollte ich nochmal hin. Okay. Da fliegen wir nochmal halb um den Planeten rum und versuchen mal die Sachen zu verkaufen, die wir hier mitgenommen haben. 4, 3, 2, 1, engage. Zack. Jetzt von hier aus auf der komplett entgegengesetzten Seite. Oh, das darf nicht wahr sein. Ja, schade, dass mit der Mission nicht so ganz funktioniert hat. Eventuell ja hier auf der Station. Vielleicht hatten wir einfach nur sehr viel Pech vorhin. Aber ich glaube wirklich, dieses kleine Häuschen, was wir da gerade gefunden haben, oder die Lagerhalle oder was auch immer das war, was da drin gebaut oder verstaut wird oder gemacht wird. Genau solche gibt es ja auch nur auf der, oder nur solche gibt es ja hier im System. Von diesen normalen Oberflächensiedlungen aus den letzten Folgen gibt es ja hier, das war knapp, gibt es ja hier gar keine. Von daher denke ich, dass wir dann doch ein anderes Anarchiesystem finden müssen, auf dem wir auch diese normalen Oberflächensiedlungen finden. Mal gucken, mal, Robo will uns rausziehen. Er ist für unsere Fracht ist er weit gereist. Da muss ich ihn aber ein bisschen... Das tut mir leid. Da wirst du nichts von uns holen können. Huch, Moment, bin ich schon... Ah, ne, da. Ein bisschen schnell sind wir. Ja, passt gerade so. Jetzt haut's hin. Super. Ah, da hinten ist Licht. Wie schade, dass gleich wieder weg ist. Naja. Na, bleibt's doch noch? Ne, jetzt ist es weg. Okay, wir verticken das Zeug hier. Und können noch mal schauen, ob es hier vielleicht noch ein paar andere Waffen gibt oder so. Zumindest schon aufgewertete. Vielleicht ja auch. Vielleicht auch andere Anzüge. Fehlt. So, da verticken wir die Bahn hier. Verkaufen müssten wir sie auf jeden Fall können, denke ich. 11.000 sogar. Guck an, ist Nervengas. Ja. Supraleiter 5.000. Ja, auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Zweimal Gold. Auch nicht verkehrt. 96.000. Mosainit. Oder Moisainit. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. So, das müsste alles gewesen sein. Jo. Stark. Sehr schön. Kann ich denn hier unsere Strafen bezahlen? 62.000. Wo sind... Ich denke, 5, was ist Steuern oder was? 12.500. Ach, so Interstellar Factor, 25% mehr. Alles klar. Gut, passt. Ja, ja. Kurz überlesen. Deswegen kostet es mehr. Da müssen wir mehr blechen. Schade. Ich glaube zwar nicht, dass wir Glück haben mit der Ausstattung, aber ich schaue trotzdem mal nach. Nö. Naja, gut, komm. Lassen wir das. Gucken wir hier nochmal in den Hub rein. In die Hangar-Lobby. Es hier nie jemand aufräumt.
Sieht sie aus wie am Strand. Moment. Bin ich nicht gerade unten in den zweiten von links eingestiegen? Ha. Das müssen wir gleich nochmal testen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Bin gehauen hat. Na gut. Guten Tag. Ach hier, doch, guck mal, gibt noch andere. Kann ich Ihnen helfen? Jawohl, danke Lee. Ich habe das beste Angebot im System. Gibt noch andere Mitarbeiter. Ohne Karma, 50, Stufe 2. Nice, die nehmen wir mit. Zack. Ja, die Karma AR-50 ist bei ungeschützten Zielen perfekt. Jo, das denke ich nämlich auch, wa? Anzüge, hast du da noch was? Für jeden Maverick Job 2. Einen richtigen Nö, Anzug. Passt. Und dann können wir auch schon Sicher. Die Karma AR-50 Stufe 1 verkaufen. Und dann müssen wir bloß die Konfiguration ändern, in denen wir die Waffe drin hatten. Oh, E-Breach, jawohl. Das kostet ein bisschen mehr, eins, aber ich kaufe trotzdem komplett 100 Stück, 2,5 Millionen. Uiuiui. Damit können Sie die meisten digitalen. Kann ich Ihnen sonst noch helfen? Viel Glück. Nice, okay, super. Naja, da war das System ja doch nicht ganz umsonst. Ein bisschen Geld gemacht und ein paar E-Breach gekauft. Hervorragend. Bar, da müssen wir gerade nicht hin. Hier gibt's, das fiel mir letztes Jahr schon auf, als ich mal gespielt habe. Hier gibt's manchmal einfach keine Mitarbeiter. Gab's hier jetzt auch keine Werft eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, gerade als wir noch im Cockpit saßen. Nee. Die Anaconda. Na gut. Okay, ich würde sagen, wir ziehen mal weiter. Aber das ist schon mal gut, dass wir E-Breach haben. Das muss man dann noch aktiv mitnehmen, wenn man... So, jetzt pass mal auf. Ich gehe jetzt mal in den dritten von links. Wenn ich jetzt hier gerade rausgehen würde, aber wir müssen uns ja drehen, deswegen bleibt das von der Ausrichtung her derselbe. So, wo komme ich jetzt raus? Das haut hin. Bin ich gerade echt in den rein? Warte mal, ich muss das nur mal testen. Da ist mir gerade keine Ruhe. Ich dachte, ich bin gerade hier rein. Und kam dann links bei dem raus. Ja gut, jetzt haut es gar nicht mehr hin. Ist das Zufallsprinzip oder was? Nehme ich mal den? Ich wusste doch, ich bin nicht blöd. Nicht ganz debil zumindest. In weiten Teilen schon, aber was Fahrstühle angeht. Ja. Ha! Wusste ich's doch. Da stimmt was nicht. Na gut. Ja, ich weiß, die Waffe müsste ich jetzt noch zu den Konfigurationen wieder hinzufügen. Machen wir dann aber mal, wenn wir hier im Schiff unterwegs sind. Jetzt muss ich aber mal gucken, gibt es hier eine Werft? Ah, gibt keine. Deswegen steht da keiner rum. Aha. Aber die erweiterte Wartung, komm, die 20 Credits investieren wir mal. So. Wir hatten doch noch andere Systeme gefunden. Die Anarchie. Oder ihr wisst, was ich meine. Da gibt es keine Gesetze. So. Lass uns mal nach Ludimos noch wenigstens fliegen. Machen wir zwei Sprünge. Da müssen wir aber erstmal kurz wieder um den Planeten drumherum, bevor wir hier... Ach, guck mal. Handelsrang Krämer, weil wir die paar Dinge verkauft haben. Ja, das ist doch nett. Wie sieht es denn bei den anderen eigentlich aus? Exobiologenrang. Naja, da fehlt nicht mehr viel bis zum nächsten. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein, zwei Pflanzen scannen und dann hätten wir da auch einen neuen Rang.
Aber da müsst ihr schon viel einnehmen. Ihr habt doch mir geschrieben, dass man, wenn man ein bisschen weiter draußen in der Galaxie, dann wirklich Pflanzen auch überhaupt eine Art zum allerersten Mal scannt. Dann da, oder auf einem Planeten das erste Mal selber scannt, auf dem noch kein anderer dann die Pflanzenart gescannt hat. Dann gibt es nochmal deutlich mehr Geld. Ich dachte, das wäre das Maximum, was wir jetzt hier mal bekommen haben. Da irgendwie 8 Millionen oder 7,8 Millionen, was das waren für die eine Pflanze. Das ist ja echt Wahnsinn. Ah, Söldnerrang, genau. Da hatten wir eigentlich gerade auch zu Fuß noch was abgeschossen. Ich weiß nicht, ob das für einen Söldnerrang gezählt hat. Mit dem Buggy abschießen zählt für einen Kampfrang. Oh, die Injis wollte ich mir nochmal angucken. Da war ja was. So, können wir los? Jo. Da ist er. Sagt goodbye. Tschüssi. Bis auf Nimmerwiedersehen. Hier kommen wir bestimmt nochmal her. Bestimmt nicht nochmal her. 4, 3, 2, 1, Engage. Hatte ich getankt? Ja, reicht dicke. Locker. Haben wir da noch keinen Treibstoffsammler drin? Da gab es ja bisher immer nur die ganz kleinen, da tankst du dich ja doof und dämlich. Aber den Erkundungsscanner packe ich mal aus, habe ich glaube ich vorhin vergessen. Frameshift Drive charging. Naja. Hier vulkanisch? Geologisch, ja. Na gut. So, Zielsystem willkommen. Ja, so ein bisschen sind wir schon rumgekommen, ne? So eine Handvoll Systeme haben wir uns hier schon mal angeschaut. So einen richtigen Namen konnten wir uns noch nirgendwo machen. Bisher noch nicht so gut funktioniert hat mit unseren Aufträgen. Gut, die eine Liefermission da, aber das ist ja nichts. Das ist ja. Was haben wir da weggebracht? Inside-Datenbank oder irgendwie sowas. Naja, scheiße. Ah ja, das hier bräuchten wir. Ja, sehr gut. Ups. Das hat er schon ausgewählt. Da gibt es auch noch mal eine. Und hier unten, wie weit sind die hier entfernt eigentlich? 400.000 Lichtsekunden. Na gut, dann müssen wir mal auf Bert City landen. Ach, wunderbar. Guck mal, das ist doch gleich vor Ort hier. Und uns hier mal umschauen, ob wir hier Mission für die beiden Siedlungen finden, die es hier um die Ecke gibt. Geschwindigkeit passt. Gibt es echt nur den einen Planeten hier? Hier unten noch mehr, aber 400.000 Lichtsekunden auf gar keinen Fall. Kann ich ja gleich nach Huttenorbital fliegen. House of No Pain. Ja. Gibt es hier noch was anderes? Nö, nur menschlich. Die Siedlung, das war's. Ja, womit vertreibt ihr euch denn gerade so die Zeit? Mit dem Spiel, Handel, Abbau. Ich weiß gar nicht, ob Abbau noch so wahnsinnig lukrativ ist, wie es mal eine ganze Zeit lang war. Es ist wahrscheinlich immer noch sehr lukrativ. Aber so ein bisschen gedämpft hatten sie ja dann das Einkommen doch mal. Aber es kommt trotzdem immer noch sehr, sehr gut bei was rum. Oder kämpfen, Piraten, Kampfzonen. Oder hier auf den Oberflächen kämpfen, also den Söldnerrang. Oder gegen die Targoiden, das machen ein paar von euch, hatte ich gelesen. So, 21.
8 Jahren weiß ich immer noch nicht, wo die Landeplätze hier sind. Ah, Junge. Ich kann mir das einfach nicht merken. Schon 1000 Mal gelandet. Reicht wahrscheinlich gar nicht. Das war leider wieder ein bisschen unsanft. So, dann gucken wir mal hier in Bern City. Ah ja, können wir eigentlich nochmal was verkaufen? Müsste gehen, ne? So ein paar. Guck mal hier, 280.000. Oh, super. Erkundungsrang Speer. Nice. Stark. Oh, was gibt's denn hier so? Vielleicht können wir uns ein Schiff kaufen. Warum nicht? Die Kielbeck. Nee. Für den Rest wird es dann schon ein bisschen. T10 gibt es hier. Ein bisschen teurer. 124 Millionen. In Rot? Der ist doch nicht standardmäßig in Rot, oder? Echt? Nee. Die Crate, war die nicht immer so ein bisschen rot? Ja. Aber der T10? Ey, das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der so rote Striche da hatte. Also sind die jetzt alle rot hier? Auch der T7. Nee, da geht. Ich finde das Schiff schön irgendwie. Sieht ein bisschen putzig aus mit der kleinen Kuppel hier von drin, aus der man dann fliegt. Schick. So, wir sind mittlerweile unten angekommen, können hier nochmal in die Ausstattung schauen. Ne, auch nicht. Schubdüsen vielleicht, was eleganteres. Ich prügel die 7B-Schubdüsen rein in die kleine Cobra. Das ist die Schubdüse wahrscheinlich so groß wie das gesamte Schiff. Naja. Ah ja, ich wollte mal schauen bei den... Ah hier, guck mal, Schild 40 und Panzerung 108 und hier Panzerung 162 und 130. Also mehr als das Dreifache an Schild der Skorpion. Ah, okay, geil. Ja, dafür ist der andere ein bisschen schneller unterwegs, würde ich jetzt behaupten. Und der hat 2 Frachtplätze mehr. Na gut. Wo ist es? Da drüben. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Kann doch nicht wahr sein. Moment, ich wechsle wieder aufs Gamepad. Wir fahren mal ganz rechts mit. Wo kommen wir raus? Ja, so ein Passagierschiff fände ich ja nicht schlecht. Damit, ja, da. Die zweite. Ist euch das schon mal aufgefallen oder ist das irgendwie, ist doch irgendwie, ne? Naja, finde ich jetzt nicht schlimm, aber schon ein paar Mal gedacht, dass das irgendwie kann das nicht sein. Also, dass ich gedacht habe, ich bin doch woanders eingestiegen, warum steige ich jetzt hier aus, aber habe da nie wirklich drauf geachtet dann. Guten Tag. Nach jemandem, ich habe das beste Angebot im System. Das beste im System, also wahrscheinlich auch das einzige Angebot im System, habe ich recht? Oh, guck mal, die Kammer P15. Auch als Zweier. Was machten die? Feuerrate 10, 1,8, 1,4 Schaden. Naja, nee. Nö, ach, nö. Unsere Anzüge sind garantiert brandneu. Schauen Sie nur. Guck mal, auch wieder neue Qualität. Also wir hatten jetzt fast überall, gab es irgendeine Waffe oder irgendeinen Anzug mit einer besseren Qualität. Ach, warte mal, das wollte ich doch mal schauen. Wir hatten ja... Okay, schauen wir mal. Den Zweier Dominator. Was braucht man denn da zum Aufwerten? 15 Titanplatten. Habe ich noch nie gesehen. 5 Herstellungsanweisungen, Energieregulator 5. 5 Gesundheitspläne. Naja. Das machen wir nicht. Da warte ich so lange, bis wir einen wenigstens auf Qualität 3 irgendwo kaufen können. Der kostet wahrscheinlich etliche Millionen mehr als der jetzt nochmal. Aber da überspringen wir zumindest eine Aufwertungsstufe.
Krass. Hat jemand von euch die ganzen Waffen und Anzüge auf Qualität 5 gepusht mit sämtlichen Modifikationen? Das wäre mal interessant zu wissen. Okay, schauen wir mal. Wir haben den 2er Dominator, da kann ich den einer mal verkaufen. Ich kann ja auch mehrere behalten, aber Maverick-Anzug, den können wir auch verkaufen. Diesen Fluganzug brauche ich ja eigentlich auch nicht, ne? Aber gut, könnte ich jedes Mal anziehen, wenn wir ins Schiff einsteigen und einfach nur fliegen. Brauchen Sie noch was? Ist eh alles voll, da brauchen wir erstmal nicht mal reingucken. Ja, danke. Okay. Ich zahle gutes Geld, wenn Sie ein paar Probleme für mich lösen. Was sind für Probleme? Überflüssig zu sagen, dass das... Sie wollen sicher noch mehr wissen. Oh, das hier im System. Das ist nur 400.000 Lichtsekunden entfernt. Sie lassen da sich kannst hier du selber eine großartige fliegen. Vergiss Chance es. Nee, kein... Ja, danke. War nett. Aha. Nee. Das machen wir nicht. Das ist mir zu weit weg. Wenn Sie ein Paket von A nach B bringen können, dann habe ich... Denken Sie nicht über den Job nach. Denken Sie ans Geld. Schon gut. Nee. Ich will was Interessantes gerade machen. Jetzt müssen wir doch aber auch mal Glück haben mit der Mission. Ich sehe Ihnen an, dass Sie der Richtige für diesen Job sind. Ah, guck mal hier. Das sieht gut aus. Die ist illegal. Jemanden eliminieren. Hätte ich gern was anderes, aber schon mal nicht schlecht. 1400 Lichtsekunden nur entfernt. Sie lassen sich hier eine großartige Chance. Ich komme gleich wieder. Will nochmal gucken, was die anderen so haben. Ich brauche jemanden, der sich diskret zutritt. Sie haben Erfahrung mit dieser Art von Job, oder? Ah, das ist auch wieder hier 400.000 Lichtsekunden entfernt. Kannst du selber machen. Wollen Sie sich ein paar Credits verdienen? Priorität hat allein die Sicherheit der Lieferung. Sie stehen an zweiter Stelle. Nee, schon das gut. Woanders? Aber wenn Sie jemanden kennen, der... Ja. Haben Sie kurz Zeit? Ich brauche jemanden, der sich gut im Griff hat. Ja, dann gehe ich direkt wieder, wa? Ja, dann halt nicht. Ja, nicht, also die Voraussetzungen waren auch immer heftiger. Je schneller das vorbei ist, desto besser für alle. Sie wollen mehr erfahren? Super. Ich verstehe, ja, bedauerlich. Ja, bedauerlich. Ich habe mich halt nicht gut im Griff. Okay. Okay, dann bleibt ja eigentlich nur die eine Eliminierung. Ich sehe Ihnen an, dass Sie der Richtige für diesen Job sind. Genau. Da draußen läuft eine gewisse Person herum, die schon lange überfällig ist. Sie weiß nur noch nicht, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Vielleicht könnten Sie die Botschaft ja überbringen. Wie sonst sollte ich mit einer einstigen Vertrauensperson verfahren, die sich der Konkurrenz anschließt, statt ihre Schulden zu begleichen? Vielleicht dachte diese Person ja, ich würde die Schulden vergessen und die Sache auf sich beruhen lassen. Dass ich es gut finde, wenn man denkt, man könnte mich betrügen und würde ungestraft davonkommen. Vielleicht dachte die Person auch, neue Freunde würden Schutz bedeuten. Was immer es sein mag, mit jemandem wie Ihnen dürfte diese Person nicht rechnen. Und das wird Ihr letzter Fehler sein. Sie wollen sicher noch mehr wissen. Ach, Moment. Dies ist ein verdeckter Auftrag. Wird in der Siedlung Alarm ausgelöst, wird der Auftrag annulliert. Wie soll ich denn den wegknallen, ohne, um Gottes Willen, ohne dass ich Alarm auslöse? Das ist doch schon... Das wird möglich sein, aber für mich... Ach, ich weiß nicht. Was bekommt man denn dafür? Topografische Erhebung? Bisschen Kohle? Können wir nochmal drüber reden? Wie viel genau hatten Sie gedacht? Ja, so ein bisschen. Ich denke, mein Angebot war mehr als fair. Ja, das ist mehr als fair. Das finde ich auch. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ja, ich weiß genau, was zu tun ist. Sie können mir vertrauen. Bin gleich wieder zurück. Auftrag wird zu Ihrer Zufriedenheit erledigt. Ja, jetzt kann ich es ja sagen. Könnte sein, dass wir den Raumhafen hier nie wieder betreten. Bekommt man auch Strafen? 3. Bekommt man auch Strafen, wenn man in Anarchiesystemen die Aufgaben abbricht oder einfach nicht erfüllt? Bestimmt, ne? Oder ist das hier auch nicht der Fall? Naja, eine der vielen Möglichkeiten werden wir gleich herausfinden. Scheiße.
Man kann die ja außer Gefecht setzen, ne? Mit dem Energielink, dass man die so ein bisschen ja wie Elektroschock. Die sind aber, glaube ich, nicht tot, oder? Na gut, wir schauen uns die Sache jetzt erstmal an. Wir gucken da, fliegen da mal hin. Und dann werden wir sehen, wie es funktioniert. Ich bin gespannt. Ach, guck mal, hier oben ist ja auch noch eine. Napier Point. Cool. Da. Und los. Na dann, ich bin gespannt, ob wir das diesmal verdeckt bei Nacht machen können. Oder auf der Tagseite. Ein bisschen mehr sehe. Ich weiß immer noch nicht, was besser ist. Für die Nachtseiten, also prinzipiell ist mir beides egal. Musst du es dann halt so hinnehmen, wie es ist und dann gucken, dass man da das Beste draus macht. Aber es gibt ja auch für die Raumanzüge, oh, da fällt mir was ein, gibt es ja auch die... Nee, Moment. Gibt es ja auch so eine Nachtsichtmodus. Aber den muss man also irgendwie durch eine Modifikation da reinbauen. Oder man hat vielleicht mal Glück, dass man eine kaufen kann mit der Modifikation, aber ich glaube, die Chance ist da ein bisschen sehr gering, dass das passiert. Na gut, okay. Tja. Dann gucken wir uns dort mal vor Ort erstmal um. Müssen wir erstmal den Typen finden. Ich denke mal, das ist noch das geringere Problem. Wenn er sich natürlich dann irgendwie im Stufe 3 Sicherheitstrakt aufhält, dann wird es schon wieder schwierig. Kann ich irgendwas über diese Siedlung erfahren? Naja, wir geben uns erstmal als Tourist aus, der ein paar Waffen bei sich trägt, aber das ist ja hier vielleicht, es ist ja ganz normal. Was ist das hier? Ach ja, das ist die Beförderung zum Speer, genau, beim Erkundungsrang. Toll. Was war das noch? Ach, ne. Hier, Frau Ingenieurin Felicity Farsier hat uns eingeladen, hervorragend. Was ist denn das? Rufveränderung, na gut. Halt. Hier wollte ich doch mal reinschauen. Genau. Ach hier, Anzüge und Ausrüstung. Ja, da gibt doch einige. 10 kulinarische oder Cocktailrezepte an Stationen in Kolonia verkauft. Nee. 100 Lichtjahre im Shuttlekreis. Na gut, ja, können wir mal machen. 10 Wiederherstellungs- oder Reaktivierungsmissionen. Ach, guck mal. 5 Siedlungen im System Kolonia. Nein, ganz bestimmt nicht. Ah, hier auch noch. Oder war der das? Ja. Kolonia, es ist viel in Kolonia, krass. 10 Oberflächen, Kampfbereiche. Ah ja, nice, okay. Also ein paar Voraussetzungen, die wir mal irgendwie machen können. Jetzt bin ich dadurch ein bisschen zu weit geflogen. Ist aber nicht so weit, es passt alles gut. Ja. Gut, Wiederherstellungsmission könnte man da machen. 5 Stück oder so? 10? Oberflächenkampfmission können wir dann auch mal machen, gerne. Ja, das geht noch. Also die Voraussetzungen waren jetzt nicht so schlimm. Aber hier haben wir immer ein Glück. Guck mal, das ist die Tagseite. Wie heißt der Kerl? Clover O'Neill. Oh, der gefällt mir. Ich war noch nie bei einem der Ingenieure für die Waffen oder die Anzüge. Glaube ich zumindest. Ich kann mich nicht dran erinnern.
als ich da mal einen besucht habe. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ich überlege halt gerade noch, was besser ist. Der Maverick-Anzug oder der Dominator-Anzug? Kommt halt drauf an, was wir jetzt erstmal machen müssen, um an den Typen ranzukommen. Na, schöne Gegend. Bisschen trist, bisschen melancholisch vielleicht, aber gefällt mir. Was haben wir denn an Anziehungskraft? 0,23G. Okay, passt. Das ist voll in Ordnung. Da muss ich noch nicht ganz so auf die Landung achten. Vorhin schon einmal gedacht bei dem einen Planeten, wo wir da diese Hütte da, dieses Lager oder was das war, mit den Drohnen bekämpft haben. Da. Ach so, ja, Moment. Ja, doch. Fliegen nah ran und dann schicke ich das Schiff einfach weg. Ich hole jetzt dort kein Landepad. Oder keine Landerlaubnis ein. So rum. Ich könnte doch hier von hier oben einmal alles mit Bomben eindecken. Dann würde er vielleicht schon dabei sein, aber dann könnte auch der Alarm losgehen. Ich überlege gerade, ob ich einen Buggy mitnehme. Ich glaube schon. Ich glaube aber, dann nehme ich eher den normalen mit. Denn der ist ein bisschen schneller. Und dann schicken wir unser Schiff weg. Und dann könnten wir auch im Buggy nämlich nochmal die Anzüge verändern oder einen anderen auswählen. So, mein kleines Schiffchen. Boarding nicht möglich, ja, das weiß ich selber. Warte mal, hatte ich nicht eine Taste belegt für... Ja, gut, machen wir so. So, gut. Oh, was landet da in der Edda? Schon krass, wie viel rutschiger der Buggy hier ist, ey. Aber das ist doch ein bisschen schneller. Wo positioniere ich das Teil mal? Falls wirklich was schief geht und ich muss hier abhauen, dann am besten nicht dort, dass ich direkt hinter so einem Geschütz parke, sondern eher hier irgendwo, da hier ist nichts. Ja, rückwärts einparken. Gut, ich stelle die Kiste mal hier hin. Und dann... Ne, ich nehme erstmal den Maverick-Anzug mit. Doch, das ist mir, glaube ich, erstmal lieber. Du bleibst hier. Verhalte dich still. Wow, die haben diese neumodischen, modernen, schwebenden Straßenlampen. Okay. In der Siedlung keinen Alarm auslösen. Das finde ich schon ziemlich heftig. Na gut, dann suchen wir uns erstmal das Kerlchen. Und müssen wir wahrscheinlich hier außen wieder so ein Terminal finden dafür. Komme ich hier durch? Kleiner Hüpfer. Das ist eine Wache. Loading Dock. Ey, kommt mal da rein. Naja, doch, da von dem Seiteneingang.
Ah ja, da ist ein Terminal. Den nehmen wir. Nichts zu vermelden. Ah ja. Na los, scan mich. Dachte ich mir. Nicht von hier, oder? Dann wollen wir doch mal schauen. Nee, ich bin nicht von hier. Alles klar. Alles klar. Moment, da ist er. Was soll das? Nichts Ungewöhnliches hier. So, dann zeig dich mal. Da ist er. Level 0. Ach, das ist eine Frau. Hä? Dachte vorhin auf dem... In der Missionsbeschreibung bei dem Bild, das war ein Mann. Huch, nee, pack, shit, Moment, Das war aus Versehen. Pack der die Waffe aus, das gibt's doch nicht. Naja, okay, hier ist gerade kein Bild drin. Okay, wo müssen wir denn hin? Da hinten. Aber ich kann doch hier, also so wie ich einen Schuss abgebe. Ich glaube, oh, ist ein Geschütz, was für eins. Egal wo in der Siedlung, ist doch sofort Alarm. Oder nicht? Na, willst du auch nochmal scannen? Hey! Scharfschütze, yay! Klasse. Ruhigen Dienst. Ja gut, dann ist sie da wahrscheinlich drin im Gebäude, nicht dahinter. Die wird hier drin. Ja, die ist da drin. Gibt es hier noch einen zweiten Eingang? Manchmal gibt es ja Vor- oder Hintereingang oder Seiteneingang oder mehrere Zugänge einfach zu den Gebäuden. Aber... Ach so, warte mal, hier ist eine Kiste. Och, ja, danke für nichts. Nee. Weiß gar nicht, ob man gescannt werden darf, wenn man E-Breach dabei hat, denn wir haben es gerade. Moment, das sehe ich wo? Im Rucksack, ne? Genau, haben wir nicht dabei. 0 von 2. Na gut, wobei es im Anarchiesystem dann vielleicht sogar wieder egal ist. Die kann man nicht aufschweißen. Ah ja, hier ist nochmal ein Zugang, genau. Okay. Die Dame hält sich da oben auf. Jetzt wird es überhaupt nicht creepy, wenn ich von hier außen mal reinschaue. Tja. Ich sehe da gerade ein Problem auf mich zukommen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Könnte es sein, dass sie mich unter Umständen auch scannen könnte? Weil wenn ich mir jetzt einen Zugang zu dem Gebäude mit so einer Sicherheitsstufe 1 irgendwoher beschaffe und die scannt mich, dann kriegt sie ja mit, dass ich irgendwo eine Identität geklaut habe. Und schon hat sie es wahrscheinlich erledigt. Noch hat sie... Hallo! Noch hat sie kein Schild an. Boah, also das mit dem Alarm finde ich echt heftig gerade. Gibt es hier oben noch einen Eingang? Nee. Oder? Das wäre eigentlich ganz nett. Ich glaube nicht. Nee. Hier so eine Dachluke. Genau über ihr. Das wäre jetzt genau das Richtige. Hier aufschweißen. Dann von oben. Drauf.
könnte ich das Teil deaktivieren, damit die Leute aus dem Gebäude kommen, oder ist denen das egal? Und da, also kommt da, ich glaube, wenn ich hier das deaktiviere, was hier drin ist, das ist die Sauerstoffzufuhr, nehme ich an, dann kommt meiner Meinung nach hier irgendeiner angerannt und guckt sich die Sache an. Ich kann ja abhauen derzeit, wäre ja kein Problem, aber ich weiß nicht, ob uns das helfen würde. Ich finde es gerade sehr spannend, das selber versuchen rauszufinden, wie ich das jetzt hier am besten mache. Und wenn scheitert, dann müssen wir es halt beim nächsten Mal irgendwie anders regulieren oder versuchen. Aber die bleibt da drin, ne? Bewegt sich nicht. Klopf, klopf. Tja. Hier draußen sind jetzt auch nicht unbedingt ein Haufen Mitarbeiter unterwegs von denen, dass ich mir irgendwo so eine Zugangsberechtigung holen könnte. Was ist das da? Stufe 1 oder? Ja, auch 1. Moment, Kommandant. Ihr Piloten habt doch immer zu stillhalten, bis wir fertig sind. Keine Warnung, wir sind fertig. Was soll das? Lassen Sie das. Lassen Sie das. Bitte schauen Sie mich nicht länger an. Oh, hier, Stufe 0. Da kann ich hier erstmal ohne Probleme rein, wa? Ja, okay. Oh. Ja, nur verwende ich direkt meine. Das finde ich so cool, dass man die direkt jetzt verwenden kann. Sehr schöne Idee. Liegt hier, ja, guck mal. Ah, ne, ist auch illegal. Also noch darf ich es nicht mitnehmen. Wenn ich nochmal gescannt werde, war es das. Ah, hallo? Was soll das? Oh, Stufe 1. Nice. Schöner Helm, Sir. Ey, wäre eigentlich ganz geil. Liegen hier immer mal Leute drin? Sehe ich gerade zum ersten Mal diese Schlafkojen. Nee. Ja gut, der hier unten hätte Stufe 1. Den könnte ich scannen, könnte dann in das andere Gebäude reinkommen. Darf er aber nicht mitbekommen, sonst ist, ja, ich denke mal, alarmtechnisch die Sache direkt vorbei. Oh, oh ja, das ist eine gute Idee. Ah. Jawohl. Okay, jetzt dürfen sie mich nicht mehr scannen. Oh Gott. Jetzt habe ich gerade einen Schreck bekommen. Okay, warte mal, da läuft gerade jemand. Ja, schönen Dank für Ihre unfreiwillige Kooperation. Nein. Könnte sein, wenn ich jetzt einen Fuß hier raussetze. Ja, ich weiß, es zieht. Ich mache gleich zu. Oh. Nein! Das ist nicht euer Ernst. Scheiße.
muss ich wirklich so ein bisschen hier über die Dächer. Da ist die Chance, gescannt zu werden, deutlich geringer. Okay. Ist auch komplett unauffällig. Also, wenn die Wachen mich hier oben sehen, werden sie sich denken, ja gut, er wird schon seine Gründe haben. Ja, und die habe ich. Okay. Ja, war doch hier hinten Eingang, ne? Okay. Eintritt in Druckumgebung. Guten Tag, werter Kollege. Tja, also bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, wie ich es versuche. Wenn ich hier die normale Waffe raushole, könnte ich sie ganz schnell erledigen, solange der Schild noch nicht aktiv ist. Aber ich weiß halt nicht. In welche Richtung schaut sie denn? Ja, die hängt da so ein bisschen immer mal fest, ne? Okay, von hinten. Das ist gut. Da kann ich vielleicht tatsächlich... Ich probiere das mal. Mit... Wo ist er denn? Nein, nein. Oh Gott, jetzt will ich den A-Cutter. Hier, diesen Überladungsmodus. Missionsstatus aktualisiert. Jawohl. Meinen Buggy geparkt. Da hinten. Jawohl. Und jetzt weg hier. Siedlung verlassen, steht da oben. Das reicht also. Nice. Na komm schon. Warten jetzt noch drauf, dass die Mission aktualisiert. Ich hoffe, die findet jetzt keiner und gibt dann Bescheid oder Alarm. Aber es sieht gut aus. Wir sind auch schon gesucht, okay. Ich frage mich jetzt, wie das Kopfgeld zustande kommt, weil, naja, Anarchiesystem und gesehen hat mich definitiv keiner. Reicht das noch nicht, ne? Ach so, doch, doch, müsste schon reichen. Ich hol mal das Schiff wieder. Das müsste passen. Okay, das hat dann gut funktioniert. Ein bisschen Glück war mit Sicherheit dabei, aber ich bin sehr zufrieden. Nee, 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 du landest jetzt nicht da hinten, oder? Nee, kommt noch ein Stück näher. Gott sei Dank. Ich glaube, so viel schneller ist der Buggy hier gar nicht. Kommt mir nur so vor. Na, komm runter. Aussteigen, lokales Kopfgeld. Ja, ganz verstehe ich es nicht. Vielleicht nur hier innerhalb der Siedlung, aber hier steht ja jetzt auch beim Schiff da links keine. Ha. Merkwürdig.
Ah, sehr gut. Jetzt wurden die beiden anderen Missionsziele da oben aktualisiert und sogar mit grün bestätigt. Jawoll. Ah, sehr schön. Klasse. Cool. Ich nehme auch die topografischen Erhebungen mit, würde ich sagen, oder? Kriegen nur 90.000 ungefähr weniger, aber haben nochmal so ein paar Daten da oder was? Das ist für einen Ingenieur wahrscheinlich. Keine Ahnung, wofür wir die mal brauchen können. Puh. Nice. Gut, ich fliege wieder zurück zu Bert City und dann hören wir uns gleich nochmal, bevor ich dort ankomme. Bis gleich. Da bin ich wieder und wir sind auch schon direkt an der Station, mehr oder weniger. Und zwar jetzt. Da müssen wir rein. Jo. Tja. Also das mit dem Kopfgeld. Ja, weiß ich nicht. Aber es war doch ein Anarchiesystem, oder? Jo. Hm. Oh, oh, Moment. Landerlaubnis, jetzt ohne Landerlaubnis hier rein, das wäre natürlich mega dumm. Bin immer noch positiv überrascht, dass das diesmal funktioniert hat. Haben uns einen guten Plan vorher gemacht, alles ausgekundschaftet erstmal und dann losgelegt. Und es ging gut. Hätte auch noch schief gehen können, ne? Ein Scan irgendwie oder sie hätte mich da oben entdeckt, dann wäre es ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel wahrscheinlich noch geworden, aber ging ohne. Landing Gear deployed. Oh, diesmal auch eine bessere Landung. Zack. Stark. Runter. Wunderbar. Na gut, die. Wobei. Na, kann ich hier noch nicht bezahlen. Ne? Das dauert immer ein bisschen, bis das geht. Geht vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich ins Spiel gehe. Na gut, es sollte jetzt hier keine Probleme geben durch den. Durch das Kopfgeld. So, raus mit uns, Mission abgeben. Ah, hervorragend. Ah. Ist das für den Fuel Rats? Ach, geil. Ach, nice. Ach, schade, Mann, ich wollte noch mal kurz drauf schauen. Habe ich noch nie gesehen, dass die Fuel Rats auch ihr Banner hier haben. Das ist ja mega geil. Die haben mich auch mal gerettet. Ein paar Kilometer vor, vor Sagittarius A. Vom Weg. Von Colonia. Wir steigen in die 2 ein. Gucken mal, wo wir rauskommen. Von Colonia damals vor. Oh, pff, ewig her, 5 Jahre oder sowas. Wann das passierte? 6 Jahre, keine Ahnung. Auf dem Weg nach ins Zentrum geflogen und irgendwann echt dumm, einfach überhaupt keinen Treibstoff mehr gehabt. Auf, nicht drauf geachtet. Ja, hatte ich mich da bei denen gemeldet und nur kurze Zeit gedauert und die Sache war dann erledigt. Hat nie mir geholfen. Schöne Sache. So ein Rettung, so ein Inter. Ich habe die gute Nachricht gerade gehört. Rettungsdienst. So, ja, bin wieder da. Ein befriedigendes Ergebnis. Da stimme ich mir sicher zu. Ja. Geil, ne? Ich nehme die Materialbelohnung. Nice. Oh, sehr schön. Das freut mich, dass das funktioniert hat. Na, da hat sich nicht so viel getan. Ich habe dann sicher was Neues für Sie. Ja, bin mal gespannt. Mal gucken. Beim nächsten Einloggen, ja, Daumen hoch. Warte mal, ich habe hier auch irgendwo. Wo habe ich denn das? Hier. Moment, das muss ich mit der Maus machen. Nee. Nein, nein, nein. Nee, falsch. Was haben wir denn noch? Stopp. Das hätte bestimmt geholfen im Kampfbereich. Halt, stopp. Applaudieren. Ja, wunderbar. Das hat doch gut funktioniert. Dann würde ich sagen, können wir auch ja, leicht über der Zeit. Hey, haben Sie zufällig Zeit für einen Transportjob? Ja, später. Ja, ich würde sagen, wir können uns ja auch mal hinsetzen. Das haben wir uns verdient heute. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Schauen wir mal, wo es uns hinführt oder was wir noch für Missionen finden oder was auch immer, Möglichkeiten sind ziemlich groß und irgendwas Schönes werden wir schon finden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Weihnachtsfeiertage. Genießt, erholt euch, entspannt ein bisschen und dann
sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schönen Tag noch, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.